Brötchen. Auf jeden Fall, Sonder Gaming. Und wie ihr hier sehen könnt, spielen wir heute mal wieder eine Runde Euro Truck Simulator. Heute fahren wir Baumrinde nach Wien. Wien ist eine sehr nice Stadt, wenn man das so sagen kann. Wir fahren heute nach Wien, hier an der Grenze. So, wir nehmen den Auftrag erstmal an, würde ich sagen. Sonst passiert erstmal gar nichts. So, wir verdienen leider nur 5.000, aber in Videos ist es immer schwierig, so lange Strecken zu machen. Naja, wir starten den Motor. Oh, ich habe hier eine andere Tastenbewegung, deswegen habe ich gerade falsch. Lass uns loslegen. Ja, können wir gerne tun. Weil ich habe nämlich auch noch einen Privataccount und da habe ich die Tastenbelegung und was. Aber das geht hier in den Videos nicht, weil die Tastenbelegungen schon ein bisschen belegt sind. So, wir fahren hier erstmal mit 40 km/h raus. Boah, der LKW ist aber stark. Also sehr nice. Wir haben natürlich auch einen eigenen LKW, aber diese Sachen mache ich erst später. Ihr versteht, was ich meine. Wir müssen jetzt am besten nicht darauf das Seitenstreifen fahren. So, Leute, ich muss mal kurz einstellen, dass das bei euch nicht so laut ist, weil sonst fallen ja die Ohren ab. So, wie viele Kilometer? 1000. Oh, alles klar. Das ist auch viel. Verdienen nicht nur 5.000, egal. Das heißt, Leute, ich muss wieder alleine da fahren. Aber ist nicht schlimm. Ich mache jetzt, ja. Egal. So, wir fahren 5 Kilometer schnell. Das ist nicht so gut. Links halt. Okay, dann bin ich links. Sollte ich jetzt links halten, Junge? Egal. Doch links. Ach so, jetzt weiß ich, warum ich links halten soll. Ich abbiegen muss. Ich musste hier noch nie abbiegen, glaube ich. Nimm die Ausfahrt links. Ja, die will ich nehmen. Wenn ich hier mal Gas biege, fahren sie schneller. Ich will hier rein. Zack. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mir ein neues Lenkrad holen will. Mit 360 Grad. Meiner hat ja nur 180. Leider. Dass das ein bisschen geiler ist. Aber so ist ja auch ganz nice. Ne? Aber finde ich ein bisschen kacke, wenn man hier so 180 Grad hat. Weil LKWs dann ja, muss man ja mehrmals einmal um 360 Grad drehen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, deswegen. Ja. Gibt auch ein neues Minecraft-Projekt. Ihr kennt ja die Minecraft-Insel, da habe ich ja mal ein Video zu gemacht. Glaube ich. Ja, kommt auch wieder bald, Leute. Ist geplant, aber es dauert noch. Weil tatsächlich habe ich da schon Dias und so. Ich weiß nicht, ob das geil ist, wenn man Minecraft-Let's Play macht mit irgendeinem Server. Schon Dias. Deswegen gucke ich noch mal ein bisschen, ob ich da ein Video mache. Ich denke aber schon. Gestern gab es ja Minecraft Legends. Ah ne, vorgestern gab es das. Minecraft Legends ist auf jeden Fall sehr nice. Ne? Also das kommt definitiv nächste Woche wieder. So. Minecraft Legends ist echt ein nice Spiel geworden. Ich habe erstmal so ein bisschen gezweifelt, weil Minecraft Dungeons auch ein geiles Spiel ist, aber nicht das Beste. Und da finde ich Minecraft Legends tatsächlich sogar besser als Minecraft Dungeons, muss ich einfach sagen. Ja, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wie es bei euch so ist. Ja, weiß gar nicht, wie viele Abonnenten ich habe. Auf jeden Fall vielen Dank dafür auch, ne, für den Support. Das freut mich sehr immer. Ja. Und darauf erstmal ein Like da lassen, würde ich sagen. Viel Spaß, also. Bin sehr dankbar. Oh, da habe ich ihn gerammt. Egal.
Ich habe extra Strafen ausgemacht, weil das geht mir ein bisschen auf den Sack, Leute, muss ich ehrlich sagen. Wenn hier gleich eine Tankstelle ist, müssen wir tanken. Tanken. Die Baustelle hier. War ich nicht, ich war auf privatem Profil auch immer hier bei diesen Tunneln. Ah, da ist sogar eine Tankstelle, perfekt. Ey, dieser blöde Seitenstreifen. Das Coole bei meinem Lenkrad ist, dass der vibriert. Also er vibriert auch, wenn ich irgendwo gegenknalle und so. Finde ich eigentlich ganz nice. Wo muss ich ihn tanken? Hier, ne? Ich glaube, ich muss hier rein. So. Tanken, please. So. Und dann tanken wir mal. Liter, 5, 6, 2. Bäh. Ich bin jetzt schon bei, keine Ahnung, 2 Millionen gefühlt. Voll getankt. Ja. Dann wieder. Let's go, würde ich sagen. Moment, Leute. Müssen wir kurz was abchecken? F5. So. Dann fahren wir hier wieder raus. Aus der Tankstelle. Und fahren hier wieder aufs Auto. Boah, meine Augen tränen gerade irgendwie voll. Also schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr Pollenallergie oder irgendwas habt. Also ich denke, ich hab's. Aber wurde halt noch nicht getestet, ne? Also ich denke, ich hab's, weil immer wenn ich draußen bin, habe ich Schnupfen und was weiß ich. Im Mund drinnen halt nicht, deswegen. Also irgendeine Allergie habe ich definitiv, wenn ich draußen bin. Es müsste eigentlich Pollen sein, tatsächlich. Ja, Baumpollen oder Gräserpollen. Wobei beim Graspollen-Dings schlägt das bei mir nicht so zu. Ne? Also ich glaube, so, da bin ich wieder. Und bin hier irgendwo gegenknallt. Der LKW ist jetzt komplett kaputt. Egal. Bin ich denn jetzt hier? Leute, ich muss mich mal kurz abschleppen lassen. Neu berechnen. Und berechne mich mal kurz hier neu. So, Leute, da bin ich wieder. Oh, 57.000. Ja, komm, ich mache jetzt schon wieder einen Minus. Egal. So. Ich weiß nicht wohin. Biege nach rechts ab. Oh, perfekt, ich hab's sogar gewusst, ohne zu. Noch 913 Kilometer. Ja. Warum sind die jetzt auf einmal da vorne? Okay. Was die Polizei? Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, würde ich ja, wenn es grün ist. Tatsächlich. Hat der da Blinker oben, Junge? Was ist das für ein LKW? Ja, Auto selber schuld, wenn du nicht fährst, dann fall ich hier hinten rein. Das ist grün und der bleibt stehen, Junge. Was für ein Honk. Der sollte mal seinen Führerschein nochmal neu machen. Naja, also, der bleibt da mitten an der grünen Ampel stehen. Warum? Absolut null sind tatsächlich. Schnell. Okay, muss ich hier gleich hier rechts. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, den nehme ich doch schon. Ja, man sieht absolut nichts, deswegen mache ich mal hier ein besseres Licht an. So.
So, zack. Upsala. Nee, du wolltest nicht, blödes Auto hinter mir. Jetzt überhol mich, du Kackauto. Immer geradeaus. In ihm fahre ich jetzt schon fast falsch, ey. So. Also ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich angekommen bin. Leute, leider muss ich jetzt abbrechen. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Wir werden natürlich im nächsten Video noch diese Route hier zu Ende machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Jetzt habt ihr auch noch einen Tag. Euer Leute, euer Sack. Ciao, ciao.